So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Dead Space. Ja, wie geht's denn weiter? Ich würde ganz einfach sagen, wir finden jetzt heraus. Zum Hauptatrium, genau. Ach, das war ja noch ein Lift hier. So. Zack. Ebene 2 vielleicht? Ja. Wir fahren mal auf Ebene 2. Wir können eigentlich mal zu 3 fahren, ob da noch was Neues ist, aber keine Ahnung. Oder machen wir das mal? Kann der uns eigentlich sagen, wo wir lang müssen? Nee. Klick, klack, klick, klack. Ach, wir müssen doch ganz nach oben. Ah, okay. Ich meine auch, das hätte aufgeblinkt, aber das weiß man ja nie. So, dann halt mal Ebene 3. Wir haben einen Zwischenstopp auf Ebene 2 gemacht. So. Bis 3500 Kilo oder was könnte es ja transportieren? Nee, oder? Die Zahl kann man ganz schlecht erkennen. Wo sind wir denn jetzt hier? Hä? Ach, okay. Nee, Quatsch, hier sind wir hergekommen. Oder? Ach doch. Ach, wir müssen gar nicht da längs. Wir müssen hier irgendwas noch machen. Okay, das war mein Fehler. Da bin ich viel zu schnell wieder rausgelaufen aus dem Bereich. Hä? Da lang. Den Lift hier hochfahren? Wollt ihr mich verarschen? Da sind wir doch hergekommen. Habe ich irgendwas übersehen? Ja, dadurch, okay. Ich habe irgendwas übersehen. Dann fahren wir hier halt nochmal. So, zack. Wer gelacht? Hui. Wir können ja laufen, wie das Ding hier fährt. Also. Und das Ding fährt mal gar nicht langsam, wie gesagt. So. Also irgendwie kommt mir das länger vor hier jetzt gerade. Das Ding war doch vorher nicht so lang, oder? So, auf. Ach, ich bin auch ein Trottel. Ich hätte ja noch drücken müssen. Ach, Mann. Com Array ausgerichtet. Bitte Konsole aktivieren. So. Hier spricht die USM Wähler. USG Ishimura, wir haben Ihren Notruf empfangen und senden jetzt auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel 47 an Bord genommen und sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Diese Nachricht wird bis zu Ihrer Antwort alle 30 Sekunden wiederholt. Oh nein. Was? Ist das nicht die Rettungskapsel, die Hammond abgefeuert hat? Eins dieser Viecher war an Bord. Nein. Nein, das darf nicht sein. USM Wähler. Wähler, kommen! Unser Signal ist nicht stark genug. Ich werde jetzt die Drucktüren öffnen, um das Signal zu verstärken. Fehler. Drucktüren sind blockiert. Bitte wenden Sie sich an einen Techniker. Scheiße! Isaac, da ist was Großes an der Hülle des Schiffes, direkt über dem Com-Array. Was Organisches. Keine Ahnung, was es ist und ich will es auch nicht wissen. Wir müssen irgendwie die Türen öffnen, um zur Wähler zu senden. Von der AAS-Kanone 48 solltest du ungehindert schießen können. Geh zu der Kanone und befördere das Ding ins All. Aha, okay. Also wir sind hier noch nicht ganz fertig. Was heißt übrigens Signal zu schwach? Ich glaube, es hängt. Ja, und das war jetzt halt so lustig, als ich lachen musste hier. Verständigen Sie einen Servicetechniker. Und sie kennt hier ja einen, von daher. Warte mal, halt, wir müssen. Ja, jetzt dürfen wir erstmal wieder zurückfahren. So. Weiter geht's. Kommt jetzt nochmal so ein Viech, wo dann überfahren wird.
Hui. Und los geht's wieder. So. Das ist jetzt genauso lang oder nicht? Müsste eigentlich genauso lang sein. Ja, diesmal ist kein Viech gekommen. Schade. Ja, vergiss ich da die Konsole zu aktivieren. Das hat die, glaube ich, auch gesagt, aber ja. Ich hatte halt gedacht, die wäre woanders, die Konsole. So. Lastenaufzug, das sind mir zu viele Aufzüge und sowas hier. So, hier kann man halt mal runterspringen, das ist aber gemein. So, Werkbänkchen. So, mal gucken, wo lang. Hä? Ah, doch, hier lang. Okay, passt. In den Lift. AA Kanone 48. Zutritt für autorisiertes Personal. Ja. Also jetzt will ich das genau wissen, was steht hier. Das könnte 2500 oder 600 heißen. Okay, da wären wir. Dürfen wir jetzt wieder verfeuern wie das Asteroid-Ding hier? Abwehr? Hä? Das Ding geht schon automatisch auf, okay. Ich habe noch gar nichts gedrückt gehabt. Hm, da ist bestimmt was drin, was blöd ist, oder? Nee. Aber jetzt hängt die Kiste an meinem Fuß. Nee, doch nicht. Ach, das ist nur ein Koffer. Blöder. So, okay. Dann machen wir hier mal die große Schleuse auf. Wenn wir vorstellen, dass es hier die 48. Kanone ist, das ist ja dann genial. So, da ist ein Energiekern drin. So. Ja, hier müssen wir wohl wieder schießen, ne? Ja, drum speichern wir mal lieber ab. Weil ich und so ein Shoot-Dings da, naja. Ja, wer kennt noch das Spiel Asteroids zum Beispiel? So, mal schauen, wie stark ist die Hülle jetzt beschädigt. Na, hat wahrscheinlich ganz arg beschädigt. Manuelle Überbrückung initiiert. Okay, und jetzt? Ah, das ist doch... Ah ja, wir müssen die Knüppel hier abschießen. Ah, überhitzt. Ah, Mist. Moment, ich schieße mal nur eine Seite. Oh, und jetzt wird die andere. So. Aber warum hat das Ding jetzt automatisch selber geschossen? Hey. Ah. Autsch. Ja, das schmeißt irgendwelche Gegenstände. Ja, toll. So schnell kann ich gar nicht reagieren. Zack, zack. Wah. Sag mal. Ja, das war wohl nichts, du blödes Viech. Komm her, das ist doch wieder so ein Leviathan. Nein, überhitzt. Boah, das war knapp. So, jetzt haben wir noch einen Arm. So. Aufgabe erfüllt. Ernsthaft? Ist das Viech jetzt wirklich tot? Nee, es war kein... Ah, perfekt. Also es war kein... USM-Wähler, hier spricht Kendra Daniels von der USG Ishimura. Komm, öffnen Sie nicht die Rettungskapsel. USM Baylor, hier ist Kendra Daniels von der USG Ishimura. Bitte kommen! Öffnen Sie auf keinen Fall die Rettungskapsel! Antworten Sie doch verdammt nochmal! Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Muss ich die abschießen? Warum mussten Sie auch die Kapsel öffnen? Verdammt! Oh mein Gott! Ja.
Ja, ich wollte gehen, aber das ging noch nicht. So, jetzt. Oh. Ich wollte die ja noch abschießen hier. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Isaac! Isaac, sind Sie da? Oh, Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Jemand hat die ganze Zeit mein Rick-Signal blockiert. Und durch den Zusammenstoß wurde es wieder abgesetzt. Hammond, wo waren Sie denn bloß? Ich habe versucht zu überleben. Ich habe ein paar medizinische Vorräte gefunden und mich selbst zusammengeflickt. Hören Sie, ich breche die Mission ab. Ich scheiß auf den CEC und scheiß auf die Befehlskette. Wir müssen schleunigst hier verschwinden. Ich glaube, ich habe ein Shuttle auf dem Crewdeck geortet. Laut Protokollen braucht es einen neuen Singularitätskern, den wir aber vielleicht auf der Vela finden. Das Heck hat sich in die Seite der Ishimura gebohrt. Ich werde jetzt hingehen und nach einem Einstieg suchen. Wir treffen uns dort. Hammond, Alot. Ah, ja. Wenn es stimmt, was er über das Shuttle gesagt hat, könnten wir noch eine Chance haben, hier wegzukommen. Lauf rüber zur Fachbucht und sieh nach, ob du Hammond helfen kannst. In seinem Zustand wird er sicher nicht lange durchhalten. Ja, angeblich hat jemand sein Signal blockiert und ja. Hier ist wohl ganz schön was passiert. Hier brennt sie bald, aber die Waffe ist nicht ernsthaft beschädigt, oder? Also das ist auch nicht schlecht gewesen hier wieder. Aber das Asteroidenabschießen, ja, das war natürlich hier anstrengend damals. Ich wusste gar nicht mal, dass man hier noch ein zweites Mal mit dieser Massenbeschleunigungswaffe schießen darf. Jo, gut, wir gehen wieder. Dann helfen wir mal dem Herrn Hammond. Ach, das ist eine Kiste. War die vorher schon da? Guck, ich wieg so schlecht da irgendwie rum. Naja, wir haben es jetzt gesehen. Ja, es ist jetzt von einer anderen Perspektive aus. Ja, zurück zum Gang. Das finde ich irgendwie witzig hier, wenn es so steht. Zurück zum Gang. So, Lastenfahrstuhl. Tick, tack, tick, tack. Lalala. So. Was haben wir denn hier? Ja, Tod. Tod und Verderben haben wir hier. Ist das überhaupt jetzt richtig? Ja. Nicht, dass ich wieder irgendwie extra falsch laufe. Zurück zum Gang. Oh, nein. Oh, da ist ein Kribbelfiech. Weg damit. Noch so ein Kribbelfiech. Die sind irgendwie am ekelhaftesten da mit dem kleinen Knüppel noch dran. So. Ja, ich habe ja eigentlich schon gedacht, wir müssten jetzt nach außen und müssten da irgendwie das Viech wegkratzen oder so. Und was ich noch sagen wollte vorhin, das ist ja kein richtiger Leviathan gewesen. Weil das hatte innen nicht dieses Ding da, wie der letzte da, wo wir da in der hydroponischen Dings da zerstört haben. So, Fahrstuhl und wo müssen wir jetzt lang fahren? Ich weiß es nämlich nicht. So, Ebene. Tja, Ebene 2. Würde ich jetzt mal sagen. Tick, tack, tick, tack. Tja, da hat sich das Militärschiff selber vernichtet, weil es die Rettungskapsel aufgenommen hat. Oh nee. Das gefällt mir nicht. Ist überhaupt richtig? Ja, ist richtig. Was ist das? Oh nee. Das zerfällt mir jetzt ganz viele kleine Dinger da. Hey, wo wollt ihr hin? Komm her. Jawohl. Waren das alle? Ich weiß es nicht. Oh nee. Ah, habt ihr euch gedacht, ihr komischen Krabbelfiecher? Ihr kommt einfach mal anders drum. Ich hab mir das nicht schon halber gedacht, ihr. So, so. Straße. Brauche ich nicht. So, und wo? Ah ja, hier lang. Was ist das hier?
Sonst noch irgendwas, was ich jetzt hier vergessen könnte? Nee, oder? Nö, passt. Passt eigentlich alles. Ja, dann gehen wir erst wieder von der Brücke runter. So, Shop. Ja, da müssen wir rein, mal in den Shop, weil sonst gibt es ja keinen mehr. So, neues Objekt haben wir ständig. Ja gut, den Luftkanister haben wir, ja klar. Anzug Level 4. Gibt es noch einen Level 5er? Ich glaube schon. Inventar, Mittelpack groß, brauchen wir nicht. Das Mittel behalten, Rubin verkaufen, ja, Halbleiter Gold. Stase packen brauchen wir auch nicht, lassen wir, können wir mal ein paar verkaufen. So, Laserkanone auch verkaufen, Strahl weg, Flammenwerfer, Ripperkling, Energiekanone. So, da haben wir wieder, oh ja, fast 160.000. So, was kosten die Sachen denn so? Die Strahlenkanone 9.000, Impulsgewehr 7.000, Flammenwerfer 11.000, Energiekanone, Kinese Booster, kurze Entfernung, aha. So, das ist nichts Gescheites eigentlich dann. Der Ripper ist 8.000, Laserkanone, Energieprojekte für schwere Schäden, Zunderwaffe wäre doch was vielleicht. Ich gucke jetzt nur mal so ein bisschen. So. Also die Strahlenkanone. Ein Slicer mit breitem Strahl und zeitgesteuerten Minen. Naja gut. Slicer. Das ist dann auch nichts anderes wie der Plasmakutter hier. Impulsgewehr, militärisch Doom-Gewehr mit hoher Feuerrate. Ja, Maschinengewehr sozusagen. Hydrazin, Industriebrenner ist der Flammenwerfer. Ups, das wollte ich nicht. Wo waren wir stehen mit dem Energiekanone? Chinese wurde kurz Entfernung. Der Ripper, Industriesäge mit Fernsteuerung, Laserkanone. Energieprojekte mit schweren Schäden. Ja, das könnte man eventuell kaufen. Ich weiß es noch nicht so richtig genau. Der nächste Anzug wird wahrscheinlich dann 40.000 kosten. Oder 50.000. Machen wir es oder machen wir es nicht? Ja, ich weiß es nicht. Man kann das Spiel wirklich nur mit dem Dings, mit dem Plasma-Cutter gewinnen. Da gibt es auch eine Auszeichnung für. Ich glaube, die habe ich aber auch schon. Ich weiß es noch nicht. Nee, ich lasse es erstmal noch. Bis jetzt bin ich ganz gut mit dem Plasma-Cutter gefahren. Ich lasse das jetzt so. Hallo? Ah, nee. Vereisen. Kopf ab und zack. So. Okay, die Viecher kommen nicht raus. Dann haben wir es richtig gemacht. So. Dafür hätte ich mir gedacht, dass wir vielleicht eine Flammenwerfer bräuchten können oder doch den schweren Laser da dann. Aber wie gesagt, wenn man es richtig macht, dann reicht vollkommen der Plasma-Cutter aus. Ja, und das Level ist jetzt auch schon wieder beendet hier. Das ist ja erstaunlich. So. So, die Brücke hier von, wie man sieht im Bild. Kapitel 8, Suchen und Retten, abgeschlossen. Tja, retten war nicht. Ja, speichern. Zack, ja. Wie heißt der nächste? Kapitel 9. Irgendwas mit Tod bei Ankunft oder so. Das kann man immer so schnell nicht lesen, wenn es steht. Isaac? Gut, Sie haben es reingeschafft. Hören Sie, ich habe gerade den Munitionsbericht der Wähler gefunden. Ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit hier ein Zufall war. Sie sind auf keiner Aufklärungsmission oder Patrouille. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet, wie für einen Krieg. Verstehen Sie, was ich sage? Isaac, ich habe ihn schon wieder verloren. Kein Signal von Hammonds Rig. Finde diesen Singularitätskern und dann verschwinde da. Okay. Ja, irgendwer möchte uns wohl nicht mit Hammond hier reden lassen oder macht das absichtlich selber. Erzlagerdeck hier haben wir.
Ja, also das habe ich ja schon vermutet, dass dieses Militärschiff, also dass das nicht so zufällig hier gerade ist. Und Militär macht meistens Ärger. So, Plasmaenergie. Was ist das hier für ein komisches Ding hier? Sunday Services? 10 am The Quad? Ist das eine Kirchenwerbung oder sowas? Werkbank? So, hier haben wir Kupolis hier, Brennstoff, okay. Was ist das? Ist das eine Kaffeemaschine? Okay. Ist ja lustig, aber kein Kaffeeautomat. Der wäre doch viel besser wie so ein Ding hier, so ein Brühdings da. So. Zum Chirurgie-Erzlager. Warnung: Rohmaterialien werden in Schwerelosigkeit gelagert. Ah ja. Warum das? Dass er kein Gewicht wegnehmen oder wie? Ich weiß nicht, warum man die Schwerelosigkeit lagert. Macht doch keinen Sinn. Mir vielleicht nicht. So. Okidoki. Shop. Warte mal, jetzt in dem Shop ist was Neues. Könnte ja sein, dass jetzt ein neuer Anzug freigeschaltet wird. Neues Objekt. Nö. Nicht wirklich. So. Ja, gut, dann würde ich sagen, ehe wir jetzt hier weiterlaufen, machen wir erstmal dann wieder einen Aufnahmestopp. Das hier können wir noch einsammeln. Na, ich habe gesagt, das können wir noch einsammeln. So. Ja, ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Niklas. Tschüss.